Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge meiner FIFA 21 Karriere mit Villarreal. Weiter geht's in der Copa de España Viertelfinale gegen Sociedad. Es wechselt jetzt immer zwischen Liga, Pokal und auch Europa League. Wir haben einen knallharten Monat Februar, viele Spiele hintereinander. Heute geht's los gegen Sociedad und ich möchte natürlich ins Halbfinale einziehen. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert für mehr Villarreal-Folgen und dann starten wir rein und toi toi toi. Die Mannschaft habe ich dieses Mal so gelassen, weil wir haben ja noch ein Ligaspiel, bevor wir dann ins Euroleague-Spiel gegen Gaziantep gehen. Das ist so mein Plan. Also heute nochmal die beste Truppe, dann im Ligaspiel gegen... Ah, gute Frage. War ja Dulit, die im Kalender angezeigt waren? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall Ligaspiel dann nochmal mit der B-Truppe, Anführungszeichen B-Truppe und dann halt, ja, im Pokal... Dann gegen Gaziantep mit der besten Truppe. Wenn es laut dem Turnierbaum geht, spielen wir gegen den Sieger aus Betis gegen Barcelona. Aber ich glaube, das wird auch nochmal gelost. Und soweit ich weiß, gibt es im Halbfinale auch ein Rückspiel. In echt zumindest. Wie es in FIFA ist, weiß ich nicht. Scheiß drauf. Weiterkommen, egal wie. Heute gegen Sociedad, den bislang stärksten Gegner. Bislang hatten wir nur Zweitligisten. Wir hatten Vallecano mit 1-3 besiegt und UD Almeria mit 1-5 besiegt. Letztes Spiel... Ein historisches. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch das nochmal an. 8-1 in Levante gewonnen. Das ist das bislang höchste oder der höchste Sieg. Das Spiel mit den meistgeschossenen Toren in einem FIFA-Karriere-Part bei mir. Also auch da wieder historisches. Wer es noch nicht gesehen hat, dem würde ich das nach dieser Folge auf jeden Fall empfehlen. So, und jetzt Sociedad, wie gesagt, der spielstärkste Gegner im Pokal. Ich bin sehr, sehr gespannt. Verspricht eine... Sehr offene Partie zu werden. Moreno, erste Chance. Und in der Liga haben wir ja schon einmal Bekanntschaft gemacht. Da haben wir ganz knapp 2-1 gewonnen, aber auch mit der B-Truppe. Soll jetzt hier keine Ausrede sein, ne? Aber wollte ich nur mal so gesagt haben. Und Sociedad natürlich mit Silva, natürlich auch mit Alexander Isak vorne, der dann doch nicht Mr. X geworden ist. Ich habe mich dann doch, Gott sei Dank, noch umentschieden. Weil ich ja auch gesagt habe, ich möchte eher auf No-Names setzen, die man noch nicht so kennt, die aber trotzdem gut sind, die ein gutes Entwicklungspotenzial haben, die vielleicht nicht in einer der höchsten Ligen spielen. Und ja, das habe ich mit Insame, den ich zwar jetzt hier aus Leipzig geholt habe, der in echt aber bei Bern spielt, und auch mit Onuachu, der beim KLC Genk spielt, in Belgien, habe ich gemacht. Und die schlagen bislang voll ein. Vor allem halt Onuachu vorne mit seinen 2 Metern. Oyarzabal natürlich nicht zu vergessen. Trotzdem ist Alexander Isak immer eine Option. Gar keine Frage. So, Onuachu, da ist er. Toko Ekambi, 14. Minute. Wieder Moya. Also bislang der Keeper, der heute am meisten zu tun hat. Verspricht eine spannende Partie zu werden, weil Villarreal sich halt auch nicht hinten reinstellt und weil die auch hoffentlich und glaube ich auch nicht gleich auf Pressing spielen würden, wenn wir hier 1-0 in Führung liegen. Das kann ich mir bei denen einfach nicht vorstellen. Dafür sind sie zu abgeklärt. Dafür haben sie zu viele erfahrene Leute drin. Naja, jetzt schauen wir erstmal. Da ist Silva. Aufgepasst. Nicht, dass unsere Innenverteidigung völlig flöten geht. Oh, knapp. Glück gehabt. So, und nächster Angriff. Also 4-2-3-1 läuft. Ich habe das ja jetzt mal standardmäßig auch eingestellt. Das 4-2-2-2 bleibt immer eine Option. Aber das läuft in den letzten Spielen auch ganz gut. Besser sogar teilweise, vor allem gegen Levante und gegen... Ah, schade, hätte ich durchstecken müssen. Vor allem gegen Levante und gegen Almeria dann. Estupinian und Moreno. Möchte es Etienne Capoe gleich machen. Der ja ein wunderschönes Seitfallzieher, Fallrückzieher-Tor, nenne ich es mal, geschossen hat im Pokalspiel. Und jetzt war das ganz wichtig, dass Ndika gegen Isak das Duell da gewinnt, weil sonst wäre er durch gewesen. Muss heute viel zusammenkommen. Gute Defensive, vorne Chancenverwertung muss stimmen. Dann sehe ich uns auf jeden Fall im Halbfinale. Gegen Barca oder gegen Betis oder gegen Real oder gegen Athletic Bilbao. Wer weiß das schon. So, Onuachu und jetzt Chukwueze mal mit seinem starken linken Fuß. Führung. Nach 26 Minuten. Das ist das, was er machen soll. Deswegen bete ich immer, dass er sich den auf den starken linken Fuß legt. Weil er es einfach drauf hat. Er hat die Technik, er kann's, wenn das Spiel ihn lässt. Schön breit gemacht, wieder Onuachu, der entscheidende Ausgangspunkt. Und dann legt er den hinten an Moya vorbei. 2 Bälle hat er schon schön rausgeholt, aber der ist einfach unhaltbar. Der ist schön platziert
und Chukwueze. Macht die Fans glücklich, macht den Trainer glücklich, macht euch hoffentlich auch glücklich. Und dann sind wir alle gemeinsam glücklich und freuen uns über das erste Tor hier in der Copa de España. Für Samu Chukwueze. Aber ich glaube, das Spiel geht jetzt erst richtig los. Ich hoffe echt wirklich nicht, dass die schon auf Pressing spielen, aber das fühlt sich echt so an und das sieht auch so ein bisschen aus, als ob die jetzt schon wieder auf Pressing spielen. Mal gucken, ob es hilft oder nicht. Ich lasse mich gerade mal angreifen, ich lasse mich gerade mal attackieren. Ah, nee, okay. So ganz auf Pressing spielen sie noch nicht. Ja, das ist abseits und wäre eh zu lang gewesen. So, und dann geht hier unser Marsch weiter. Dann scheinen wir uns so aus dem Tief, aus dem kleinen Loch, wo wir drin waren, so raus zu fighten, raus zu spielen. Wir können echt das Triple holen. Wir können die Copa de España gewinnen. Wir können die Euroleague gewinnen. So wie Villarreal in echt. Und wir können natürlich auch noch Meister werden. Da sind wir momentan in der Pole Position. Also wir können 3 Titel holen. Wir können aber auch 3 Titel verspielen. Aber bei mir ist das Glas immer halb voll. Also wir können 3 Titel gewinnen. So, und jetzt, oh, Sociedad kommt mit Porto und da ist Isak da mal gepinnt. Isak. Mit dem Schlag ins Gesicht, als wollte er mir sagen, du Arsch, warum hast du mich nicht verpflichtet? Schade, aber der jetzt vorne mit Unuachu noch, oh, mein lieber Freund, so ein Dreiersturm, so ein Dreiecksturm, Moreno hinter den beiden, boah, Traum. Hier, da ist der Fehler, Ndika ist rausgerückt, dann kommt er nicht mehr hin und Isak ist halt ein eiskalter Torjäger. Mittlerweile. Muss man so sagen. Schöner Schuss. Keine Chance für Asensio. Fehler und es steht 1-1. Und schon ist es wieder ruhig im Stadion. Aber genauso wünsche ich mir ein Pokalspiel. Zwei Mannschaften, die quasi mit offenem Visier spielen. Zwei Tore haben wir schon. Spannung ist nach wie vor da. Wie gesagt, eventuell Verlängerung Elfmeterschießen. Das könnt ihr ja anhand der Partlänge schon mal sehen, ob es nach 90 Minuten, nach 120 Minuten oder nach Elfmeterschießen entschieden wird. Egal wie es entschieden wird, ich will auf jeden Fall als Sieger vom Platz gehen. Und Elfmeterschießen kann Villarreal, haben sie eindrucksvoll unter Beweis gestellt im Europa-League-Finale gegen Manchester United. So, und Sevilla nimmt jetzt... Sevilla sag ich schon. Sevilla, ne? Real Sociedad nimmt jetzt so ein bisschen das Momentum mit, den Schwung. War gerade eine schnelle Kombination, aber die lassen uns auch Platz. Schaut euch das an, wo ist denn der Verteidiger? Hat der keinen Bock mehr? So, und Chukwueze zieht mal den Sprint an. Und dann Unuachu. Ah, warum läuft er durch? Chukwueze, mal ein Übersteiger. Nee, klappt nicht. Jetzt über Moreno, Parejo. Ekambi legt ab für Bellingham. Traumtor. Schöne Kombination, schöner Abschluss und ganz entspannt eine Tasse Tee. Typisch England und typisch Villarreal. Hier schnell gespielt, dreimal direkt, Ablage von Toko Ekambi und Bellingham, überragend. Traumtor. Nicht ganz so schön wie das von Etienne Capoue, aber alleine vom Spielzug her. Dreimal direkt gespielt, ein Pass auf Toko Ekambi durch den Strafraum, der legt ab auf den 16er und Bellingham ist rechts wie links. Einfach stark. Und der ist ja 17 oder 18 Jahre alt. Also hat noch seine ganze Fußballkarriere vor sich. Erstes Tor auch für ihn natürlich im Pokal. Und die erneute Führung. Super. Das ist ein klasse Spiel. Super Unterhaltung. 3 Tore. Erste Halbzeit gleich schon vorbei. Heißt ganz kurz durchschnaufen und dann geht's weiter in der Hälfte 2. Porto. Wieder Isak. Den müssen wir echt im Griff haben. Dem darfst du echt... Kein Zentimeter Platz geben. Schön, kein Foul. Nochmal vielleicht ein Versuch, einen Angriff zu starten. Schiri pfeift aber ab. 2-1. Spannende Partie. So muss es sein im Pokal, wenn es um was geht. Ja, Betis gegen Barca. Ich könnte mir halt vorstellen, wirklich, dass das so wie im Turnierbaum ist, dass wir gegen den Sieger aus Betis und Barcelona spielen. Logischerweise müsste es Barcelona sein, aber wir sind ja auch noch nicht weiter. Wir sind ja auch noch nicht weiter. Wir sind noch 45 Minuten mindestens mal entfernt. Von der nächsten Runde. Und so sehr, das ist immer gefährlich. Gerade über Silva. Individuell ein richtig klasse Spieler. Oyarzabal, Ball vorne Isak. Die funktionieren halt auch als Truppe. Die haben zwar 2, 3 Stars drin. Vom Namen her, aber die haben halt auch eine Mannschaft. Bei denen ist halt auch die Mannschaft der Star.
Oder der Star ist die Mannschaft, so sagt man das. So, Isak, Skill rum, lässt sich mal fallen. Macht dadurch Platz für die anderen. Porto, aufgepasst, kein Foul, im besten Fall. Porto kommt durch. Aber geklärt. So, ganz ruhig, Chukwueze baut unten auf, Tukuikambi. So, und Estupinian hinten rum. Wir haben ja Zeit, wir können uns Sociedad jetzt mal zurechtlegen. Wir können hier unser Spiel aufbauen. Über die rechte Seite, über Chukwueze. Ganz enge Ballführung. Vanuatu, ja, läuft Moreno da an die Hacken. Und dadurch, dass halt unsere Außenverteidiger auch mit nach vorne kommen, werden die Flügelspieler von Sociedad auch gebunden. Die müssen nach hinten arbeiten, sonst haben sie immer Unterzahl. Läuft bislang richtig gut. Solange sie es nicht umstellen, ist ja alles in Butter. Kostet natürlich auch Kraft, ne? Also unsere Verteidiger müssen ganz schön pumpen. Aber dafür verdienen sie auch genug Geld. Also von daher, Leistung zeigen, ne? Porto, Sangali. Ah, jetzt haben sie ein bisschen Glück. Oh, Silva haben wir da verloren. Silva, kommt ein Dicker hin. Silva! Eiskalt. Also Sociedad ist echt eiskalt heute. Zweite Chance, zweites Tor. David Silva, der Kapitän auch noch. Kannst du dir nicht ausdenken. Da haben wir echt... Ja, bin ich wieder mit dem Innenverteidiger rausgerückt. Da fehlt nämlich ein Dicker. Und dann hat Asensio auch keine Chance. Silva nimmt den an. Zack. Da kommst du nicht hin. Nicht heute, nicht morgen, nicht in 10 Jahren. Nie. Nie kommst du da hin an so einen Ball. Ja, David Silva. Auch sein erstes Tor in der Copa de España. Super. Ein klasse Fußballer. Habe ich immer gerne... beim Fußballspielen zugesehen, jetzt bei Man City zum Schluss, bevor er nach Sociedad gegangen ist. In der Nationalmannschaft, bei Atletico Madrid hat er ja auch, glaube ich, gespielt. Also das ist echt ein klasse Fußballer und ich glaube ein noch ein besserer Mensch, was man so hört. So, also 4 Tore. Ich habe ja gesagt, das wird nicht das letzte sein. Sociedad wird das nicht auf sich sitzen lassen. Hier sind wir wieder dran. Moreno kriegt da Tukuikambi ins Spiel außen. Ja, kriegt er hin. So, und jetzt mal. Vanuatu, wo ist er? Jetzt brauchen wir seine Kopfballstärke. Deine Kopfballpräsenz im Strafraum. Die Leute muss er jetzt mal an sich ziehen, an sich reißen. Und natürlich dürfen wir jetzt auch nicht auf Teufel komm raus hier alles nach vorne hauen. Sonst wird es uns ergehen wie Deutschland gegen Mexiko bei der WM. Wo gefühlt alle vorne waren, 2 Leute hinten und wir wurden immer ausgekontert. Immer. Da hat nie einer verstanden. Das System wurde nicht einmal umgestellt. Aber wir sind natürlich besser. Wir können das auch viel besser verteidigen. Vanuatu. Chukwueze kriegt er den, ja. Und jetzt auf Vanuatu, da ist er. Aber er kriegt den Ball nicht. Aber es gibt Eckball. Und wir wissen ja, wie man Eckbälle reinmacht. Mit einem kopfballstarken Mann. Moment mal, lass ihn mich auswählen. So. Da vorne soll er hinlaufen. Da. So, Flanke kommt rein. Genau im richtigen Moment. Und es gibt Abschuss. Schade. Also, eine offene Partie jetzt. Jeder noch so kleine Fehler könnte jetzt die Entscheidung bringen. Entweder für uns oder für Sociedad. Deswegen muss jeder Spielzug vorher gut überlegt sein. Das nächste Spiel, oh, geht ja für Sociedad gut weiter bei Real Madrid. Da können sie uns Schützenhilfe leisten. Da bin ich dann ausnahmsweise auch mal für Sociedad. Heute nicht, aber im nächsten Spiel, da können sie dann wieder sehr gerne gewinnen. So, Vanuatu kriegt da... Ah, das war zu früh. Schade. War zu früh gespielt. Hätte ich noch 1-2 Sekunden warten müssen. Aber Bellingham setzt trotzdem sehr aggressiv nach und erholt sich den Ball. Sehr schön. Sehr fair geholt. Und jetzt Vanuatu. Ah, schade. Freischuss kriegen wir auch nicht mal gezogen. Da hätten wir zum Beispiel mit Tukuikambi einen gehabt. Wahrscheinlich wieder mit Dani Parejo, der das hätte machen können. Jetzt macht er erstmal diesen schönen Seitenwechsel. Der aber gleich wieder weg ist. Also wir haben nach wie vor... Überwasser? Ne, Überwasser? Oberwasser. Hä, wie komme ich jetzt auf Überwasser? Die Überhand, so wollte ich das sagen. Aber es ist nur ein Tor, was uns vom Ausscheiden trennt, bislang, Stand jetzt. Genauso Sociedad. Und wir müssen weiterhin Druck machen. Wenn die hinten den Ball nicht rauskriegen, Druck machen. Laufwege zu und bloß keine Innenverteidiger auswählen. Isak, Achtung. Und Vorsicht, kein Foul. Isak, oh, wir kommen da gar nicht ran. Dritter Abwehrfehler, gepennt. 2-3. Isak mit seinem 2. Tor, das kann nicht sein, ey. Du kriegst ihn einfach nicht gebändigt.
weil ich den Innenverteidiger nicht ausgewählt bekommen habe. Hier, ich hatte Estupinian, zack, da wechsle ich von den Dika weg. Na, dann siehst du alt aus. Schade. Das ist natürlich jetzt maximal unglücklich. Jetzt ist Sociedad vorne zum ersten Mal. Und Isak mit seinem zweiten Tor heute. Jetzt machen wir mal aufs 4-2-2-2. Jetzt muss ich mal ein bisschen was riskieren. 10 Minuten haben wir noch. Vielleicht klappt ja die Doppelspitze jetzt. Ah, das wird jetzt sehr, sehr eng. Schade. Wie ich es befürchtet habe. Das nächste Tor wird hier das Spiel entscheiden. Der nächste Fehler vor allem, den haben wir leider gemacht, aber noch sind 10 Minuten Zeit. Ungefähr mit ein bisschen Nachspielzeit. Dazu müssen wir natürlich uns aber den Ball jetzt auch mal öfter erobern. Auf Teampressing schalten. Aber wenn das Spiel halt nicht möchte, dass ich an den Ball rankomme, dann wird das auch nix. Isak hat die Chance zur Vorentscheidung, aber Asensio hält mal einen wichtigen Ball. In Samé, bisschen Risiko für Gerard Moreno. Vielleicht bringt er nochmal einen neuen Schwung rein. Vielleicht hat sich das jetzt aber auch schon erledigt nach der Ecke. Da ist in Samé so ein Chukwueze. Auf geht's. Hopp. Lauf. Innenverteidiger geht ganz nach hinten, aber ist halt vorne alleine. Er hat keinen. Ach, scheiße. 1 gegen 2, 1 gegen 3. Chukwueze gegen alle. Ja, warum nicht? Ich versuche mein Bestes hier. Chukwueze. Und ganz unten Parejo. Das ist Toku Ikambi. Mit ganz viel Platz. Toku Ikambi. Wir machen weiter. Klingelingeling. Da muss ich mal einen kurzen Schluck trinken. Traumtor. Karl Toku Ikambi. Den musst du auch genauso schießen, sonst geht er nicht rein. Zack, ein Wackler und dann oben rein. Latte und Pfosten sorgen dafür, dass wir hier zum Ausgleich kommen. 3 Minuten vor Schluss, das war ganz, ganz wichtig. Oh, und der Keeper kommt fast noch ran, ne? Der war eigentlich schon oben, der war eigentlich schon dran gefühlt. Ja, so ein Klassenspiel verdient einfach auch klasse Tore. Kann man nicht anders sagen. Karl Toku Ikambi mit dem 3-3. Sieht nach Verlängerung aus. Spätschicht, Nachtschicht. Gibt nochmal Zuschlag. Ja, ist halt ein typisches Pokalspiel, ne? Es geht ums Halbfinale. Geht um viel Kohle. Geht um Prestige. Geht um den Pokal hier, den wir gewinnen wollen, natürlich. Und noch ist das Spiel ja noch nicht vorbei. Vielleicht jetzt mit der letzten Aktion vor der Verlängerung gehen wir in die nächste Runde. Ah, nee, aber nicht so. Dann müssen die Flanken auch besser kommen. Nochmal kurz hellwach sein. Jetzt hat Sociedad wahrscheinlich noch eine Chance. Oder? Pfeift er ab? Nee, Zubimendi hat noch eine Chance. Nee, jetzt pfeift er ab. Also 3-3 nach 90 Minuten. Es geht in die Verlängerung. Oder gleich Elfmeterschießen, weiß ich gar nicht. Müsste aber auch in die Verlängerung gehen. Gehe ich von aus, auf den anderen Plätzen, Spiel fortsetzen. Ja, also mit Verlängerung. Zweimal eine Viertelstunde. Merkelans kommt für Sangali. Sociedad wechselt frische Kräfte ein. Und wir müssen auch mal gucken. Oh, dass wir hier die Fehler nicht machen. Da wäre Isak fast wieder dazwischen gewesen. Ich lasse jetzt mal dieses 4-2-2-2. Das ist natürlich ein bisschen riskant, dadurch, dass in der Mitte viel Freiraum ist. Aber dafür haben wir auch auf den Flügeln jetzt Platz. Ah, das war abseits von Insame, oder? Ja. Missglückter Umutball. Und wenn mir das zu offen ist, dann mache ich wieder 4-2-3-1. Und Isak, echt, den muss ich normalerweise in Manndeckung nehmen. Den muss man normalerweise in Manndeckung nehmen. Silva, da kommt ein Dika. Ah, der den Zweikampf auch zu Ende führen muss. Ganz wichtig. Parejo, so müssen wir auch einfach mal die Grätsche hier auspacken, dass die aus dem Kombinationsschluss hier getrennt werden. Isak mit der Chance. Toku Ikambi arbeitet mit nach hinten. Verliert aber den Ball. Oh ja, Salbal. Oh, Achtung. Zubimendi, Silva. Porto, das machen sie jetzt gut. Jetzt ist es ein bisschen Harakiri hinten. Übersicht nicht verlieren, ganz wichtig. Und dann einfach ganz in Ruhe hier rausspielen. Das war gerade haarscharf. Ich wollte auch nicht grätschen. Sonst hätte es 11 Meter gegeben. So, aber ein Konter kann ich fahren. Über Insame. Aber der ist zu weit für Toku Ikambi, oder? Ja, schade. Ein Stück zu lang. Ja, wir müssen frische Kräfte. Wir bringen mal Capoe, der das ja auch gegen Almeria gut gemacht hat. Das ist ein Pokalspieler. Nochmal so ein Seitfallzieher-Tor heute. Das würde ihn ja zum Helden machen. Aber noch ist nicht so weit. Noch ist es nicht so weit. Noch müssen wir hier knapp 20 Minuten überstehen in der Verlängerung insgesamt.
Und ich glaube jetzt wirklich, der das nächste Tor macht, wird hier gewinnen. Weil so viel Zeit ist dann auch nicht mehr. Wenn wir jetzt ein Gegentor kassieren, dann wird es schwer. Weil Sociedad halt auch nicht auf Pressing gespielt hat. Ein 4-4-2 spielt, was echt schwer zu bespielen ist, wenn wir auch ein 4-2-2-2 haben. Aber heißt gar nichts. So. Chukwueze, Insame ist in der Mitte. Da ist ja passt. Da ist ja passt, den Ball vorher reinzuspielen. Vielleicht jetzt nochmal. Und Wachu kommt nicht ran. Isak hält nochmal den Ball, aber das müsste ja Halbzeit sein. Der ersten Verlängerung. Uiuiui, die Spannung ist hier bis unter das Tribünendach zu spüren. Wer kommt ins Halbfinale? Wer kommt seinem Traum Copa de España einen großen Schritt näher? Und ich glaube, Bellingham müssen wir auch rausnehmen. Aber da war gar kein mehr. Shit. Ja, Gomez kann noch zentrales Mittelfeld spielen. Kann irgendeiner von denen hier zentrales Mittelfeld zufällig? Oder einer von den Innenverteidigern? Nee, die können nur Außenverteidiger. Peña. Was mache ich? Riskiere ich das, dass ich Gomez dahin tue? Nee, ich lasse mal Bellingham. Solange wie es geht, solange ihn seine Füße tragen, lasse ich es mal. Ich stelle jetzt auch wieder aufs 4-2-3-1 zurück, dass ich ein bisschen kompakt stehe, dass ich das jetzt wirklich ruhig zu Ende spiele, dass ich, wenn ich schon hier nicht gewinne, nach Verlängerung, dass ich mich zumindest ins Elfmeterschießen rette und dann ist es eh immer ein bisschen Glücksspiel. Wo springt der gegnerische Keeper hin? Wie hat das Spiel das berechnet? Das sind halt so Faktoren, die da auf jeden Fall mit reinzählen. Von daher, Elfmeterschießen ist dann halt eine Glückssache. Elfmeterschießen ist wirklich in FIFA eine Glückssache, weil du es halt vorher nie wissen kannst. Oh, Ndika, aber das müssen wir verhindern. Das darf nicht sein. Ndika, da hat er Glück gehabt, dass er hier den Zweikampf noch zu Ende führt und sich den Ball wiederholt. Aber es gibt trotzdem Freistoß, aber das könnte zu weit sein, um es direkt zu probieren. Silva mit dem Schuss. Und Onuachu ist dazwischen. Komm, und er legt nochmal einen Sprint hin. Der ist auch am Arsch. Aber trotzdem, er will es nochmal wissen. Hält den Ball mit seinen 2,1 Meter. Oben Peña, kriegt er den? Ja, klasse. So, Peña. Flanke kommt. Insame kommt nicht ran. Onuachu auch nicht. Und Sola hält den Ball hinten. Und Moya hätte ihn uns fast in die Füße gespielt. Schade. Aufgepasst. Porto nochmal. Portores holt sich den, der muss jetzt nach hinten. Sonst fehlt hinten ein Innenverteidiger, deswegen schnell wieder zurück. 5 Minuten noch. Und dann gibt es hier ein Elfmeterschießen. Ich glaube, jetzt wird niemand mehr was riskieren. Also ich persönlich nicht. Wenn ich nicht unbedingt eine klare Chance hier noch bekomme, dann würde ich es jetzt gerne beim 3-3 lassen. Und Sociedad ist wahrscheinlich auch gut damit bedient hier. Aber vielleicht geht ja nochmal was. Über Chukwueze, der halt auch völlig am Arsch jetzt ist. Der ist gelaufen, geackert. Aber vielleicht kriegt er noch mal eine Chance. Ah, zu weit nach außen. Chukwueze. Scheiße, hätte ich den ein bisschen besser nach innen bekommen. Ah, das wäre die große Chance gewesen. Da war halt noch mal eine Chance. Das wird jetzt aber vielleicht gewesen sein. Noch mal Tokuikambi. Oder zieht der auch noch mal einen Sprint an? Komm, Junge. Zieh noch mal. Ah, nee, so nicht. Ja, dann wird es Elfmeterschießen geben. So ist es. Boah, 120 Minuten, krass. Aber geiles Spiel. Geiles Spiel, muss ich wirklich zugeben. Das macht wirklich Spaß und jetzt muss halt, ja, oder soll der Glücklichere gewinnen? Man kann es eh nicht beeinflussen. 3-3, Chukwueze, Bellingham, Tokuikambi. Zweimal Isak und Silva für die anderen. Und dann fangen wir an, ne? Würde ich sagen. Wählen wir unsere besten Elfer-Schützen aus, wenn es geht. Das ist Onuachu. Der hat eine 77, die anderen, obwohl Sociedad ist auch nicht viel besser. Da ist Oyarzabal mit einer 86 der Beste. Weiter geht's. Also, los geht's. Onuachu. Erster Elferschütze. Versenken wir ganz locker oben im Winkel. Onuachu. Ja, ganz souverän. So, Oyarzabal. Sociedad's Bester. Trifft auch souverän. 1-1. Jetzt ist halt Glückssache, ne? Jetzt hoffe ich, dass der Keeper nicht ins richtige Eck springt. Insame. Machen wir mal hier unten rein. Insame gegen Moya. 2-1. Auch platziert Silva. Auch ein sehr sicherer Elferschütze. Silva, der lupft ihn vorbei. Was macht der denn? Junge, für Lupfer ist jetzt aber noch nicht die Zeit. Das ist jetzt die Chance hier. 3-1. Komm, Tokuikambi, zeig mal. Wie hast du den bei der Eintracht geschossen? Tokuikambi. Auch mit ein bisschen Glück. Egal. Ist drin. Vorteil für uns eigentlich. Jetzt muss Sociedad treffen. Merkel Lanz. Oder Sentrio hält den.
Mein Gott, was ist das denn für ein Elferschießen? Oh, Peña, Verteidiger. Die bangen Blicke der Fans. Peña, jetzt die Chance mit dem 4-1 uns ins Halbfinale zu schießen. Den platzieren wir unten rechts. Da kommt Moya nicht ran. Peña läuft an. Und Moya hält. Scheiße, da war ich mir zu sicher. Aber jetzt Badenechea hat jetzt die Chance. Oder muss sogar treffen, aber trifft nicht. Und Asensio ist der Held. Und wir sind im Halbfinale. Vamos. Halbfinale ist unser. Nach einem spannenden Spiel, Elfmeterschießen, ist auch immer ein bisschen Glückssache. Wir brauchen einen guten Keeper und den hatten wir. Wir brauchen gute Schützen, die hatten wir. Bis auf Peña, der einmal verschossen hat. Und dann Badenechea. Ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird. Ey, schwieriger Name. Schießt nach links, Asensio. Ja, Peña läuft durch die Gegner durch. Das ist okay. Estupiñán auch nochmal. Das tut doppelt weh. Und dann haben wir nach einer halben Stunde Pokalfight. Richtig geiles Spiel erlebt. Ausgeglichen von der Statistik her. 3-3 nach 120 Minuten. 3-1 im Elferschießen. Wird bei Betis und bei Barca auch so sein? Gehen die auch ins Elferschießen? Nee, da hat Barca 3-0 gewonnen. Atletico und Real. Also die besten Mannschaften sind hier weiter. Real, Atletico, Barca und wir. Das heißt, laut Turnierbaum spielen wir gegen Barca und Real gegen Atletico. Wow. Zwei Wahnsinns-Halbfinalspiele. Preisgeld 60.000 Euro nur. Ist aber auch viel Geld, ne? Wenn man sich das mal vor Augen führt. Ist auch eine Menge Kohle. So, dann gucken wir mal, ob es auch wirklich Barcelona geworden ist oder ob es irgendeine andere Mannschaft ist. Ja, es ist Atletico. Seht ihr, also dem Turnierbaum darf man nicht immer glauben. Atletico gegen Villarreal und Barca gegen Real. El Clasico vorgezogen. Also, wir können uns revanchieren für die Liga-Niederlage. Und Barca gegen Real entscheidet halt auch so die Tagesform. Also, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, smasht mal den Like-Button. Den Abo-Button auch gerne, wenn ihr die nächsten Parts nicht verpassen wollt. Ein absolut dramatisches Pokalspiel geht zu Ende. Glücklich für uns. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.